Wie unschwer zu erkennen ist, habe ich hier ein großes Dreieck hingezeichnet, und zwar das Dreieck ABC. Und in dieses Dreieck ABC habe ich jetzt nochmal zwei Punkte eingezeichnet, und zwar den Punkt D und den Punkt E, sodass all die drei kleineren Dreiecke, die dadurch entstanden sind, also die drei hier, dass die alle drei kongruent zueinander sind. Das Ganze habe ich dir hier oben auch nochmal als Aussage hingeschrieben. Und bei den Bezeichnungen von den Dreiecken habe ich auch noch auf eine Besonderheit geachtet, die solltest du dir am besten auch angewöhnen, denn ist das Lesen im Endeffekt für andere Menschen immer leichter. Und zwar habe ich, wenn zwei Dreiecke zueinander kongruent sind, habe ich auch jeweils die korrespondierenden Punkte an die gleiche Stelle geschrieben sozusagen. Also der Punkt A in dem Dreieck hier, im Dreieck ABE, ist der gleiche wie der Punkt D im Dreieck DBE. Also du kannst dir ja vorstellen, wenn ich jetzt den Punkt D hier nehme und sozusagen hier rüber klappe, dann würde D ja genau auf A liegen. Und dann wäre E der gleiche Punkt wie E, B der gleiche Punkt wie B und D der gleiche Punkt wie A. Deswegen sind A und D an der gleichen Stelle, B und B an der gleichen Stelle und E an der gleichen Stelle. Und das geht dann, also habe ich bei dem letzten natürlich auch so gemacht. Und mit den ganzen Informationen habe ich jetzt eine Frage an dich. Und zwar kannst du rauskriegen, wie groß all die Winkel in den kleineren Dreiecken und auch alle Winkel in dem großen Dreieck sind. Ich gebe dir wie immer kurz Zeit, mach am besten Pause und denk darüber nach, solange bis du wirklich absolut nicht mehr weiter weißt, und dann kannst du nochmal anmachen und so weit gucken wieder, bis du meinst, jetzt auf den Pfad gekommen zu sein sozusagen, und dann kannst du mal schauen, wie ich das Ganze angegangen bin. Okay, da bin ich wieder. Hoffentlich hast du Pause gemacht, denn jetzt kommt meine Lösung. Also ich habe mir überlegt, wenn die Dreiecke kongruent zueinander sind, heißt das ja, dass alle Seiten und alle Winkel gleich groß sind. Und deswegen habe ich einfach damit angefangen, erstmal all die Winkel einzuzeichnen, die kongruent zueinander sind, damit ich mir ein besseres Bild verschaffen kann sozusagen. Also der Winkel, der im ersten Dreieck am Punkt A ist, also der hier, der kriegt jetzt mal von mir einen Bogen einfach nur. Zack, und den mache ich mal in Violett. Das ist ja der gleiche Winkel, der im nächsten Dreieck dann auch an dem ersten Buchstaben sozusagen sein muss, also am Punkt D. Also hier, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe das ja extra so aufgeschrieben. Und im dritten Dreieck muss es dann auch der Winkel sein, der am ersten Buchstaben ist, also am Punkt D wieder. Okay, also die drei Winkel sind alle kongruent zueinander. Das gleiche mache ich jetzt natürlich auch noch für die anderen Winkel. Und zwar am Punkt B im ersten Dreieck, das ist der hier, der kriegt zwei Bögen. Und am zweiten Dreieck ist es auch der Punkt B an zweiter Stelle, also kriegt er auch zwei Bögen. Und im dritten Dreieck ist es der Punkt C, bei dem der Winkel mit zwei Bögen ist. Okay, die sind auch alle kongruent zueinander. Und schlussendlich, der dritte kriegt die Farbe Rot. Beim ersten Dreieck am Punkt E ist ja auch noch ein Winkel. Der kriegt jetzt einfach mal drei Bögen. Das ist der hier. Und am zweiten Dreieck ist auch noch ein Winkel über, der ist auch am Punkt E. Das ist der hier. Und wie du siehst, am dritten Dreieck ist genau das gleiche. Und zwar da ist der Winkel da auch am Punkt E. 2, 3. Okay, jetzt habe ich dir schon wieder ziemlich viele Informationen noch dazugegeben. Und jetzt ist ja nur noch die Frage, wie groß sind die Winkel in harten Zahlen sozusagen? Also das heißt ja nur, relativ zueinander gesehen sind die drei zum Beispiel gleich groß, aber wie groß sind die Zahlen für die Winkel dann wirklich? Okay, jetzt kommt meine Lösung für die Zahlen. Und ich denke, du hättest jetzt zwei Möglichkeiten, wie du das Ganze angehen kannst. Also zwei verschiedene Punkte. Ich habe mir gedacht, ich habe am Anfang gesagt, ABC ist ja auch ein Dreieck. Das heißt, BC ist definitiv eine Strecke, also eine, ich nenne es mal eine gerade Strecke. Was ja heißt, dass wenn hier D zwei Winkel bildet und der ganze Winkel hier 180 Grad sein muss, ich mache den mal wieder weg, sonst verwirrt er nachher noch, dann müssen die beiden kleineren ja jeweils 90 Grad groß sein. Das ist ja die einzige Möglichkeit, für zwei Winkel zusammen 180 Grad zu ergeben, richtig? Und wenn die beiden hier 90 Grad groß sind und der hier kongruent zu den beiden ist, dann ist der hier natürlich auch 90 Grad. So, die gleiche Begründung oder die gleiche Herangehensweise würde ich auch für die drei Winkel hier unten nehmen. Und zwar AC ist ja auch eine Gerade, das heißt, jeder Winkel da drauf, hier zum Beispiel, muss natürlich 180 Grad ergeben. Und hier sind es drei Winkel, die zusammen 180 Grad ergeben müssen. Und die einzige Möglichkeit, dass das funktioniert, ist, dass einer oder dass alle Winkel 60 Grad groß sind. 60 Grad, 60 Grad und 60 Grad.
Und schlussendlich bleibt noch der orangene, ja, bleiben noch die orangenen Winkel. Ich dachte ich fast, ich habe mich in der Farbe geirrt. Und ja, ich würde sagen, das mache ich einfach über den Innenwinkelsatz. Also in dem Dreieck hier unten zum Beispiel sind ja auch alle Innenwinkel 180 Grad groß. So, dann fallen 90 Grad schon mal raus für den Winkel hier unten, weil die sind schon für den Winkel hier oben reserviert. Dann habe ich noch 90 Grad über, die ich vergeben kann. Davon fallen nochmal 60 Grad weg, weil der Winkel hier unten 60 Grad groß ist. Bleiben mir also noch 90 minus 60, 30 Grad für den Winkel hier unten übrig. Also ist der 30 Grad und die beiden hier oben sind auch 30 Grad. Naja, und jetzt für das ganz große Dreieck gesehen sozusagen, brauche ich ja dann nur die beiden Winkel hier zusammen addieren. Also ist das Ganze dann hier sozusagen, ich nehme mal, mache ich mal in Blau. Der ganze Winkel hier ist dann natürlich auch 60 Grad. Und dabei, vielleicht ist es dir aufgefallen, ist natürlich eine ganz interessante Angelegenheit, dass alle kleinen Dreiecke haben natürlich jetzt die gleichen Winkelgrößen. Ich meine, das war ja abzusehen, weil die ja alle kongruent zueinander sind. Ich mache mal jetzt hier noch ein Zeichen für den rechten Winkel draus. Aber wenn du jetzt auf das große Dreieck schaust, hat das auch genau die gleichen Winkel. Es hat auch einen 90-Grad-Winkel, einen 30-Grad-Winkel und einen 60-Grad-Winkel. Das heißt, also das große ist natürlich jetzt nicht kongruent zu den kleineren, einfach nur allein schon deswegen, weil es halt eben größer ist. Aber es ist auf jeden Fall ähnlich zu den kleineren Dreiecken, aus denen es zusammengesetzt wurde. Gut, so viel dazu. Eine Sache für dich noch, falls du noch ein bisschen Lust hast, kannst du mal drüber nachdenken. Wir haben uns ja jetzt nur die Winkel angeschaut von den Dreiecken. Du kannst ja auch noch schauen, was kannst du denn über die einzelnen Seiten von den Dreiecken sagen, wie die sich zueinander verhalten. Und vielleicht kriegst du da ja auch noch ein paar interessante Informationen bei raus über die kleineren oder das größere Dreieck.